Hallihallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir haben jetzt ja die 1000 Abonnenten geschafft. Oh mein Gott, ich bin total happy. Und da haben wir auch was vorbereitet. Und zwar haben wir uns mit, da kann man es sehen, Hundefreund zusammengetan. Beziehungsweise die haben uns auch angeschrieben, ob wir ein paar Produkte nicht testen wollen. Da haben wir jetzt drei ausgesucht. Und die stellen wir euch vor, gucken jetzt oder beziehungsweise gucken sie mal mit euch zusammen an. Ich hoffe, dass das mit dem Mikrofon klappt irgendwie. Beim letzten Video hatten wir ja schon das Problem, dass es irgendwie zwischendrin so geknackt hat. Muss ich mal schauen, ob das von der Kamera besser ist oder das. Ich werde mir auch ein anderes bestellen, wenn das jetzt immer noch nicht gut ist. Aber ja, wir werden sehen. Gut. Und am Ende gibt es auch noch einen Gutscheincode. Da könnt ihr nämlich auch bei Hundefreund einkaufen. Und da freue ich mich sehr, dass Sie da mit uns zusammengearbeitet haben. Jetzt geht's los. Als erstes haben wir jetzt mal hier diese zwei Leckerli-Taschen. Pack ich jetzt einmal aus. Da steht jetzt drauf: Futterbeutel für Hunde, Leckerli-Beutel von Hundefreund. Neu. Ja, gut, dass er neu ist. Ja, das sind zwei verschiedene. Oh, das finde ich jetzt schon gut. Und zwar ist hier einmal einfach eine lange, lauter Gurte. Und was ich schon jetzt gut finde, ist hier hinten ist so ein Kotbeutelfach. Da habe ich wieder alles zusammen. Das finde ich schon mal sehr gut. Ja, jetzt packe ich erstmal noch das andere aus. Darauf steht Futtertasche, modern, Handtasche für Damen. Das ist jetzt die Farbe Rot. Schade, dass kein Aussie drauf ist, gell? Schade. Gell, Ludi? Das ist schade. Da ist jetzt auch noch hier so ein Zettelchen dran. Ah, das ist nochmal Werbung, Gutscheincode und 20 Dinge, die Hunde lieben. So macht man jeden Hund glücklich. Ist doch süß. Ah, das ist ein gratis Download. Ah, das ist ja cool. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das überhaupt zeigen darf. Aber ja, also, wenn ihr jetzt da drauf geht auf www.hundefreund.info/Gutschein, dann könnt ihr das wahrscheinlich da runterladen. Ich hoffe, das war okay, Andrea. So, da ist auch hier wieder ein kleines und da ist auch eine Kotbeuteltasche. Also das finde ich schon mal eine gute Idee. Das habe ich ja bei meinen einfachen gar nicht. Bei den einfachen Leckerli-Beuteln, die ich von Hand nähe. Oh, das finde ich auch, das fühlt sich schon mega stabil an. Also das fühlt sich ja normal an, sage ich jetzt mal. Und das fühlt sich schon wirklich. Jetzt spielen die da. Hier, Monster. Hallo. Komm mal her. Gut. Und du? Kommst du auch? Komm, Schatzi. Ja, komm. Oh, das wollte ich auch mal sehen. Ja, der Rubison. Ja. Frechdachs, mach nur das Mikrofon. So. Genau, aber das fühlt sich schon wirklich stabiler an. Ja, das ist jetzt hier vorne in der Tasche. Ja, jetzt gehen wir es einfach einmal durch. Fangen wir auch mit dem an. Da ist auch schon der Gurt anders. Ah, mein Gott. Ich habe schon einen kleinen Favoriten, glaube ich. Genau, das sieht mir aus wie so ein Gurt, den man um die Schulter so macht. Ja, der ist nämlich hier auch verstellbar. Das mache ich jetzt mal weiter auseinander. So. Tack, tack, tack. Einmal hier drehen. So. Nee, jetzt habe ich noch mehr verdreht. Jetzt hat. Ja. Dann kommt das mit Sicherheit hier rechts und links rein. So, klack. Und klack. Ja, dann kann man das nämlich auch so umhängen, ne? Ja. Das hier ist bestimmt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Wild Hazel. Das sind so Handtaschen auch. Beziehungsweise eigentlich sind das einfach Gassi-Taschen, aber die sind so schick, nehme ich eigentlich immer als normale Handtasche. Kann ich euch, wenn euch das interessiert, auch mal ein Video machen. Könnt ihr ja mal mir in die Kommentare schreiben, ob euch das auch interessieren würde. Von der Handtasche. Ich kann die auch gleich mal kurz zeigen. Ja, auf jeden Fall, das hier ist auch zum Verstellen.
Tack, tack, tack. Und dann kommt das mit Sicherheit hier einmal so um die Hüfte. Ne? Ja, dann habe ich das da, den Beutel nochmal so dran. Ja. Okay. So, das finde ich schon mal gut. Dann bin ich nicht immer an diesen Clips gehalten oder ich muss es nicht immer mir irgendwo an eine Lasche dran machen oder so. Also das finde ich schon mal auf jeden Fall gut. Hier hinten ist jetzt eben dieses Fach, wo ich dann die Kotbeutel rein tun kann. Finde ich gut, ist groß genug, passt bestimmt raus. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen groß ist, dass ich da vielleicht zu viel, wenn die Rolle kleiner wird, ob das nicht ganz rauskommt, weiß ich nicht. Ja, der Clip, der ist auch fest, das finde ich auch gut, weil da gibt es ja auch die kuriosesten Dinger, wo man dann die Clips verliert und alles drum und dran. Nichtsdestotrotz sind hier trotzdem diese, nichtsdestotrotz sind trotzdem noch Laschen da, dass ich auch meinen Gürtel zum Beispiel da rein tun kann. Ne? Da ist jetzt auch der drin. Nee, finde ich super. Innen drin ist sie grün, hat hier so ein Zugband. Oh, das kann ich auch rausmachen. Ah, das ist ja cool. Das kann ich auch rausmachen. Chups. Kann das Ganze nämlich dann auch verschließen. Finde ich auch immer wichtig, dass man die komplett zukriegt, die Leckerli-Taschen. Dass wenn ich die dann nehme und schmeiße in den Schrank oder auf den Tisch, selbst nur kurz, um mich nochmal irgendwie anders kleidertechnisch zu orientieren, das nicht zu sortieren, dass nicht alles rausfällt. Ja, also das finde ich super. Grün finde ich auch eine frische Farbe. Was mir so als Perfektionist oder Pedant auch da ein bisschen stört, ist, dass das eine andere Farbe hat. Wie das? Aber gut, das ist halt auch super schwierig, ne? Hier vorne nochmal ein Reißverschluss. Kann man auch nochmal ein paar Kleinigkeiten reintun. Ein kleines Netzchen. Ich glaube, ich würde da mir meinen Schlüssel reintun. Da vielleicht einen Klicker oder so. Ja, nee, also finde ich, hat man alles dabei. Jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal noch, was die andere so im Vergleich hat, ne? Da ist jetzt auch so ein Gurt. Das ist ja auch irgendwie speziell, oder? Dass da in der Mitte ist eine Schnalle. Rechts und links, ganz normal, diese Clips. Und dann ist da noch eine Schnalle in der Mitte. Vielleicht erschließt sich mir da jetzt noch irgendwas noch nicht so ganz. Ich würde jetzt behaupten, dass das erstmal auch wieder hier reinkommt. Zack. Zack. So. Genau, dann habe ich auch wieder hier flop, so eine Schlaufe. Hier kann ich es auch wieder kürzer und länger machen. Sehr gut, schau mal. Da ist jetzt nicht so ein Gurt dran, hätte aber trotzdem die Schlaufen. Das heißt, ich kann trotzdem mir einen Gürtel durchziehen. Hat auch hier einen Clips. Da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich den an der Tasche besser. Der ist auch breiter einfach. Das ist vertrauenserweckender, wie so ein Plastik. Wie hier so ein Plastikclip. Zumal der auch sehr schmal ist. Ja, also der ist ganz schmal. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich benutze das hier, solche Dinger, nie. Deswegen finde ich das jetzt hier schon fast wieder störend, dass das dann noch über dem viel zu kleinen Clip meiner Meinung nach noch so drüber schlackert. Ja. Nichtsdestotrotz, das Material selber, das ist viel dicker. Das finde ich irgendwie Thumbs up. Das finde ich richtig cool. Ich persönlich bin auch ein Freund davon, wenn nicht überall die Werbung als Text steht. Also das finde ich zum Beispiel sehr schick und sehr edel auch. Und da steht halt immer nochmal die Schrift. Trotzdem, wenn ich aber nicht mehr weiß, ach, wo war denn das her, ist hier an der Seite, steht es nochmal mit Text. Viel kleiner, dezenter und auch nochmal sehr edel. Das finde ich, also das gefällt mir persönlich jetzt sehr gut. Genau, dann haben wir hier wieder diese Tasche für den Kotbeutel. Das finde ich jetzt halt besser. Da ist hier nur so ein kleines Löchlein, ne? Also so eine kleine Öffnung. Zum Reinfummeln bestimmt schwieriger, aber später zur Benutzung, glaube ich, ist es besser. Bei dem macht es mir auch den Eindruck, als wäre das irgendwie so feuchtigkeitsabweisend. Also hier, das ist so ein normaler Stoff, der geht mit Sicherheit die Feuchtigkeit durch. Und das macht mir irgendwie so von der Haptik und von wie sich das anfühlt, den Eindruck, als wäre das wirklich wasserabweisend. Ne? Ich glaube auch, dass das vielleicht wirklich, da stand doch auch Handtasche drauf, Handtasche Damen. Ja. Dass das auch wirklich mehr so
wirklich eine Mini-Handtasche ist. Also das ist wirklich so ein Futterbeutel. Und das ist echt nochmal so ein bisschen was ja, Besonderes. Auch schicker, ein bisschen so ein Tick. Hier vorne ist nochmal so eine kleine Tasche. Hier ist auch nochmal so ein kleines Netz. Da kommt man ein bisschen schwer rein. Vielleicht sind auch meine Finger einfach zu dick. Und dann ist es hier wirklich so ein bisschen stabiler. Ja? Hier oben auch der Rand ist irgendwie noch verstärkt, glaube ich. Und dann ist einfach ja, hier so eine große Tasche, große Öffnung. Und das wird einfach nur mit der Klappe hier verschlossen. Also, ja, muss ich jetzt auch sagen, schwierig. Erst habe ich ja gedacht, okay, es ist auf jeden Fall die rote Tasche, die mir besser gefällt. Von außen optisch gefällt sie mir auch besser. Aber ich glaube wirklich, dass das eher so eine Mini-Handtasche ist, ja, wo man da seinen Schlüssel, sein Handy reintun kann. Aber nicht jetzt wirklich für die Leckerlis, glaube ich. Vielleicht könnte man die Leckerli-Tasche, wenn die auch sowas hätte, nochmal irgendwo dran. Ja, was ich mir auch gut vorstellen kann, durch diesen Clips, ist, ich habe hier auch noch so ein Jogginggurt oder wie sagt der, Joggingleine mit Laufgürtel. Ja, das ist auch rot, ja, dass man vielleicht das irgendwie da noch dran clips, dann hätte man auch immer alles dabei. Man könnte hier auch einen, zum Beispiel von meinen Futterbeuteln, die sind ja ein bisschen kleiner, könnte man bestimmt auch gut da reintun, dann hätte man das nicht immer so versaut da drin. Also, ich denke, für einen reinen Futterbeutel auf jeden Fall das. Ja, auf jeden Fall kann man alles reintun, alles mitnehmen. Tipptopp. Das kann man auch bestimmt gut abwischen. Das ist auch sehr glatt. Aber schicker ist auf jeden Fall schon das. Aber ich glaube, dass es ein bisschen schwierig ist zu vergleichen, weil es schon einen leicht unterschiedlichen Nutzen hat. Und jetzt kommen nochmal die Preise. Ja, wie am Anfang versprochen, die netten Mitarbeiter von Hundefreund haben sich mit uns in Verbindung gesetzt und da haben wir jetzt Gutscheine für euch aushandeln können. Habe ich hier schon die E-Mail. Und zwar geht ihr bitte auf www.hundefreund.info. Das blende ich euch auch nochmal ein und schreibe es euch alles in die Infobox. Und zwar konnten wir 2 tolle Gutscheincodes für euch ergattern. Also wenn ihr da einkaufen wollt, wenn ihr so eine Tasche wollt oder was ganz anderes. Die haben noch ganz viele andere Produkte. Oder auch die Leine, die jetzt im nächsten Video nochmal kommt. Die werden wir nochmal vergleichen mit so einer richtig professionellen Cross-Dogging-Geschichte. Haben wir nämlich auch. Ist mir ein bisschen zu umständlich, aber jetzt mal nicht zu viel vorwegnehmen. genau, dann geht ihr auf die Webseite und dann könnt ihr 18% bekommen. Wow, mega cool, finde ich toll. Fast 20%, ja, Wahnsinn. Bis zum 31.03. Und das wäre einfach der Code. Oder 10% für die, die das Video vielleicht erst später sehen oder sich noch nicht so ganz entscheiden können, gibt es trotzdem noch 10% das ganze Jahr. Richtig super, also bis zum 31.12. Und das ist praktisch derselbe Code, nur mit einer 10. Aber es wird euch alles nochmal in die Infobox geschrieben. Ja, also vielen, vielen Dank an Hundefreund. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit. Richtig tippitoppi. Haben jetzt hier ein paar neue, tolle Produkte. Werden die auch nochmal testen, wie das sich so im Alltag macht. Können da gerne, wenn euch das interessiert, auch nochmal was dazu schreiben oder beziehungsweise noch ein kleines Video machen. Und ja, wir hoffen, euch hat das gefallen. Ja, es wäre schon eingeschlafen. Die Ruby liegt da vorne. Nicht so eine Schmusemaus heute. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss.